Hallo, in diesem Video nur ein kleiner Hinweis, ein Service, den Google.com Ihnen seit kurzer Zeit bietet. Wenn Sie normalerweise mit Ihrem Webbrowser im Internet unterwegs sind, dann ist die Leitung zwischen Ihnen und dem Zielserver in der Regel nicht verschlüsselt und kann relativ einfach belauscht werden. Ein entsprechendes Video dazu haben wir schon mal vor einiger Zeit online gestellt. Normalerweise interessiert sich natürlich keiner für Ihre Aktivitäten. Insoweit ist es nicht so wichtig, dass die Wetterdaten, die Sie in Ihrem Webbrowser eventuell aufrufen wollen, nicht verschlüsselt sind. Wo Verschlüsselung wichtig ist, wird sie auch oftmals angeboten, zum Beispiel bei Ihrer Sparkasse, also beim Online-Banking. Das sehen Sie dann unter anderem daran, dass die URL-Leiste, zumindest im Firefox-Webbrowser, anders dargestellt wird. Ansonsten werden Sie eigentlich nicht extra darauf hingewiesen, dass die Leitung verschlüsselt ist. Sollten Sie einmal extra darauf hingewiesen werden, ist dieser Hinweis meistens eine Art Fehlermeldung und kann ein Indiz dafür sein, dass jemand einen sogenannten Man-in-the-Middle-Angriff gegen Sie fährt. Das Video dazu haben wir ebenfalls vor kurzer Zeit bereits online gestellt. Google bietet Ihnen nun auch an, für google.com die Möglichkeit der verschlüsselten Leitung zu nutzen. Natürlich sind damit nur die Anfragen an google.com verschlüsselt, das heißt, keiner sieht, was Sie suchen. Also wenn Sie zum Beispiel nach Atombombe leicht gemacht suchen, dann sieht das keiner. Wenn Sie aber danach auf atombombeleichtgemacht.de klicken, dann ist die Leitung wieder unverschlüsselt, die Leitung kann natürlich wieder belauscht werden, denn die Leitung von atombombeleichtgemacht.de ist wahrscheinlich nicht verschlüsselt. Der Nutzen ist also relativ begrenzt. Insoweit ist dieser Schritt von Google nicht darin zu sehen, dass Google glaubt, Ihnen damit eine unglaubliche Sicherheit bieten zu können. Der Schritt wurde eigentlich nur gemacht, um andere Suchmaschinen dazu zu bewegen, nachzuziehen. Die anderen werden sich nicht lange das Nullargument der Unsicherheit vorwerfen lassen wollen. Mittelfristig ziehen dann eventuell sogar ganz normale Webseiten nach und somit wird das komplette World Wide Web nach und nach verschlüsselt. Insoweit ist der Versuch sicher lobenswert. Um die Google-Verschlüsselung zu nutzen, müssen wir natürlich künftig nicht mehr HTTP, sondern HTTPS anspringen und auch nicht google.de, sondern google.com. Wenn wir das einmal machen, ändert sich dann unter anderem das Logo und hier sehen wir jetzt, dass der Hinweis auf SSL unter anderem im Google-Logo gegeben wird. Ist noch Beta das Ganze, aber wir sehen jetzt auch hier, zumindest im Firefox, die andere Darstellung der URL-Leiste. Das war es dann im Grunde auch schon. Die eigentliche Herausforderung liegt darin, Ihrem Webbrowser beizubringen, google.com, also die verschlüsselte Version, künftig immer zu nutzen. Dazu, normalerweise oftmals beliebt, kopieren das Ganze in die Einstellungen und die Startseite austauschen gegen die verschlüsselte URL. Einfach auf OK. Insoweit können Sie nun über den Homepage-Button, dazu muss ich jetzt allerdings erstmal irgendwo anders hin surfen, immer wieder auf die verschlüsselte Google-Suche zurückspringen. Insoweit eventuell das Ganze noch anpassen für die sogenannte Schlüsselwortsuche. Dazu einfach ein neues Tab öffnen, About, Doppelpunkt, Config eingeben, eine eventuelle Sicherheitsabfrage einfach mit OK bestätigen. Keyword. So, dann haben wir hier den Eintrag keyword.url. Und da steht normalerweise halt HTTP und dann google.de oder auch google.com, je nachdem welchen Webbrowser Sie gerade benutzen. Und das einfach abändern in HTTPS und auf jeden Fall abändern in google.com. Für den Fall der Fälle, dass da bei Ihnen google.de stehen sollte. Damit hätten wir also die Möglichkeit ebenfalls umgeleitet. Wenn Sie mal in der URL-Zeile einen Begriff eingeben, der nicht über die Autokomplettierung, zum Beispiel wenn Sie da nur sempervideo.de eingeben oder nur sempervideo, dann wird die Autokomplettierung von Firefox dazu führen, dass zuerst probiert wird, eben sempervideo.com vorhanden ist. Wir haben mal in einem Video gezeigt, wie Sie das abändern können, dass auch sempervideo.de geprüft wird, aber kann ja sein, dass das bei Ihnen halt nicht eingestellt wurde. Insoweit wird das halt erst mit einer COM-Domain geprüft. Das ist die Standardeinstellung. So, und wenn das ebenfalls nicht funktioniert, dann werden Sie eben über diesen String hier an die entsprechend eingestellte Suchmaschine weitergeleitet, was dann eben in diesem Fall wieder das verschlüsselte Google ist. Abschließend, eventuell auch noch interessant für einige Zuschauer, das Ganze auch hier zu verewigen, da wir hier über die Quick Search ebenfalls nur das normale Google
verfügbar haben. Dazu einfach ein entsprechendes Add-on nachinstallieren über Extras, Add-ons, Add-ons herunterladen und dann suchen wir einfach mal nach Google SSL Search. Google SSL Search. Ist jetzt nicht gefunden worden. Klicken wir hier nochmal drauf. Auf alle Ergebnisse anzeigen. Ist wahrscheinlich noch im Beta-Stadium. So, dann haben wir dann hier Google SSL Search. Zum Firefox hinzufügen anwählen. Und schon ist das Ganze hier oben drin. Ist natürlich derzeit noch nicht die Standardsuchmaschine, das kann man natürlich ebenfalls noch abändern. Haben wir aber schon in anderen Videos gezeigt. Insoweit gehen wir jetzt da nicht mehr drauf ein. Okay.